Ja, seid gegrüßt. Ich bin gerade fertig geworden mit dem Finale von Breaking Bad und möchte jetzt auch gar nicht großartig hier rumspoilern oder euch detailliert erklären, was da so ablief, sondern vielmehr kurz beschreiben, warum dieses Finale für mich ein perfekter Abschluss für eine perfekte Serie war. Ich hatte die Befürchtung, dass es mit dem Ende von Breaking Bad ähnlich ablaufen könnte wie mit dem Ende von meiner ehemaligen Lieblingsserie Lost, dass quasi eine an sich arschgeile Serie zum Ende hin immer beschissener wird. Denn meiner Meinung nach ist Lost von Staffel 1 bis einschließlich Staffel 4 absolut perfekt. Das war was Neues, es war kreativ, es war fesselnd, es war abwechslungsreich. Aber ab Staffel 5 hatte ich das Gefühl, dass das Team um J.J. Abrams einfach so viele unnötig komplizierte Fährten gelegt hat, dass die Leute einfach zum Schluss gar nicht mehr wussten, wie die das noch halbwegs plausibel wieder miteinander verknüpfen sollen. Deswegen blieben viele Fragen offen. Es war ein nicht befriedigendes Ende und dieser ganze Kirchenscheiß zum Schluss, also ganz ehrlich. Ja, aber meine Befürchtungen waren unbegründet. Breaking Bad macht im Serienfinale alles richtig. Es ist ein sehr versöhnliches Ende. Es ist zutiefst mitreißend und meiner Meinung nach müsste es jeden Fan zufriedenstellen. Sicherlich war das irgendwie alles vorhersehbar, was jetzt noch im Finale passiert, aber die Art und Weise, wie alle losen Enden miteinander verknüpft werden und wie Walt versucht, doch noch alles halbwegs ins Lot zu bringen, ist absolut genial. Ja, das Finale rührt zu Tränen, es lässt dir die Kinnlade runterklappen und gerade in den letzten Minuten lässt es dich vor Erleichterung lachen. Und was mir besonders gefallen hat, ist, dass alle meine Lieblingscharaktere nochmal einen richtig coolen Schlussauftritt hatten. Ja, in der Internet Movie Database wird das Serienfinale von Breaking Bad momentan gelistet mit einer durchschnittlichen User-Bewertung von 9,9 von 10 Punkten. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Also so eine hohe Bewertung für eine Serie, eine einzelne Episode oder für einen Film gab es da, glaube ich, noch nie bei mehreren tausend Votes. Und das Guinness Buch der Rekorde listet Breaking Bad bereits als die am besten bewertete Serie aller Zeiten. Ich denke mal, dass diese Fakten auch ein bisschen so für sich selbst sprechen. Und an alle da draußen, die sich immer noch nicht mit dieser Serie beschäftigt haben, zuerst mal lebt ihr hinterm Mond und als zweites, ja, der Hype ist berechtigt und vielleicht sogar noch ein Stückchen untertrieben. Denn für mich hat Breaking Bad meine Sichtweise und Wahrnehmung der kompletten TV-Landschaft nachhaltig verändert. Lasst euch nicht von diesen ganzen Casting-Shows und scripted reality TV-Scheiß verblöden. Schaut über den Tellerrand, es gibt so viele geile Serien zu entdecken. Breaking Bad ist wie Crystal Meth, es ist hochgradig süchtig machend und ihr werdet nie wieder davon loskommen. Deshalb danke an Vince Gilligan für diese emotionale Achterbahnfahrt. Danke an Bryan Cranston, danke an Aaron Paul, an Dean Norris und auch an Anna Gunn, die ich eigentlich nie so wirklich cool fand, aber die gerade in der zweiten Hälfte der letzten Staffel performancemäßig so zugelegt hat, dass man einfach sagen muss, Hut ab vor dieser Leistung. Und danke natürlich auch ans Produzententeam, die immer quasi an Breaking Bad geglaubt haben. Obwohl jetzt vielleicht die ersten Folgen quotentechnisch nicht so der durchschlagende Erfolg waren und die Serie mit einem Produktionsbudget von 3 Millionen Dollar pro Episode überdurchschnittlich teuer ist. Ja, es fällt mir schwer auf Wiedersehen zu sagen, aber der Name Heisenberg wird, glaube ich, nicht mehr in Vergessenheit geraten. In diesem Sinne,
man soll nicht traurig sein, dass es vorbei ist, sondern man soll froh darüber sein, dass es geschehen ist. Thank you for making bad feel so good.